Scheiße, bei mir hat sie einen Grund. Euch die Schnauze voll, Scheiße labern. Ich spucke nur Verluste durch euch Nutten. Jede wird dafür bezahlen, was ich jetzt verloren habe. Knapp 2000 Euro weg, durch den ganzen Anscheißdreck. Gefällt euch mein Geschäft nicht, guckt einfach darüber weg. Ich möchte jemanden stechen, mich mit jedem Messerstich an euch ganzen Fotzen rächen. Dies ist keine Warnung, das ist vielmehr ein Versprechen. Messer werden Sprache sprechen mit sehr vielen Messerschrecken. Knochen brechen, Haut verletzen, Augen ritzen, Kopf eintreten, Pulsadern auch noch aufschneiden, ihn dort dann verbluten lassen. Mit seinen selbstverdienten Qualen für die Taten, mein Verlust ist in meiner tiefster Frust. Dieser lässt mich nicht mehr los, ich will meine Kohle haben, dann kann ich auch Ruhe sagen. Denn wir kranken Psychopathen, GDA-Assignment zu den Hates. Wir sind nicht da, um zu spaßen, sondern um Nägel mit Köpfen zu machen. Vollautomatisches Kaliber, Tausende von Projektilen, die nachdem wir auf deinen Schädel zielen, auf dich zu fliegen und ihn durchsieben, von Mordlust getrieben. Die Killer, die dich in der Dunkelheit jagen, alle Mordaffikern, die uns über den Weg laufen, bringen wir den Tod, sollten sie es wagen. Messer in den Magen und die Erde, sie versagen, die der Weise für das Blut, dann vergossen auf den Straßen, kranke Psychopathen, Morden ausgeladen, Bullen fragen sich, wer begeht die Taten, Killer, die im Schatten, wenn es Nacht wird, auf ihre Opfer warten, malträtiert, verstümmelt und exekutiert mit dem Messer oder Spaten. Dann 666 Fuß tief, die Leichen im Garten vergraben, unter dem Rasen, dort wo die Maden schon ungeduldig und hungrig warten. Deine Freunde sind nicht meine Hater, aber haben von mir die Nasen voll. Die Not in ihrer Fresse mit Witze unter der Messerklinge. Du bekommst seit deiner Geburt keine Frauen, deswegen gehst du ins Zimmer deiner Mom bei Nacht. Sie schläft wie eine Tote, liegt da und ist nackt. Du schreist dich von hinten an sie ran, das ist alles au. Und schwupps, die warst du deine Finger drin gesteckt. In ihrem Handtäschchen, in ihrem Handtäschchen. Du hast sie mies gefickt und ihr den ganzen Hund geklaut. Seitdem ist dein Name Mutterficker, du gehst heute raus. Du begehst ein Raub oder zwei, drei oder vier, egal. Denn hinter dir ist das Tier her. Der Jäger hat dich längst im Visier. Er wartet nur auf den richtigen Zeitpunkt, um dich dann zu packen. Mit dem Messer wird er dich in Einzelteile hacken. Leichenentsorgung in Kanalisation durch Ratten. Auf einmal haben die Mütter wieder dicke Patten. In der Nacht ein Schatten, den du hinter dir bemerken tust. Am nächsten Tag finden sie dich erstickt im Blut. Yeah.